Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin der Oliver und heute zeige ich euch mal, wie man so ein Bild in Lego-Klötzchen verwandeln kann. Dazu dupliziere ich erstmal die Hintergrundebene mit STRG und J. Der erste Schritt besteht darin, den Filter, Vergröbungsfilter, Mosaikeffekt anzuwenden. Und ja, dieses Bild hat eine sehr hohe Auflösung. Deswegen nehme ich hier einfach mal 100x100 Pixel, um diese Lego-Steine zu erstellen. Bestätige das. Und der zweite Schritt besteht nun darin, eine neue Datei anzulegen, und zwar quasi um diese Lego-Noppen zu erstellen. Ich nenne die einfach mal Lego-Stein 100x100 Pixel, genauso wie auch dieses Mosaik. Und jetzt fülle ich also diese Fläche hier unter Bearbeiten, Fläche füllen oder Shift F5 mit einem neutralen Grau. Das wähle ich hier aus, bestätige das und habe jetzt hier oben bei Ansicht Ausrichten an aktiviert. Ziehe jetzt hier einfach mal einen Kreis auf mit gedrückter Shift-Taste. Dann nehme ich die Leertaste dazu und wenn dann die beiden rosanen Hilfslinien erscheinen hier, die intelligenten Hilfslinien, dann ist das Ganze vermittelt. Und jetzt kann ich mir eine leere Ebene anlegen, um jetzt diese Fläche hier zu füllen mit Alt und Rückschritt. Die ist auf weiß eingestellt, die Farbe wäre es egal. Mit STRG und D kann ich die Auswahl aufheben, ziehe jetzt die Fläche hier auf 0 und die Pixel sind unsichtbar, aber noch vorhanden und deswegen kann ich jetzt hier einen Ebenenstil anwenden. Nämlich abgeflachte Kante und Relief. Und das sieht schon ganz gut aus. Das Licht vielleicht von oben links. Und ja, so möchte ich es mal lassen. Bestätige das. Und das nochmal mit der Grundfläche. Und jetzt habe ich also hier diesen Lego-Stein erstellt. Und im nächsten Schritt mache ich hier einfach ein Muster draus, indem ich auf Muster festlegen gehe. Ich nenne das Ganze Lego-Stein. Und jetzt habe ich also diesen 100x100 Pixel großen Lego-Stein hier als Muster gespeichert. Die Datei kann ich jetzt schließen. Ups, abbrechen, war falsch. Datei schließen. Okay, nicht speichern. Und jetzt kann ich einfach nur wieder hingehen auf Fläche füllen. Und diesmal nehme ich kein Grau, sondern ein Muster. Und zwar das vorhin erstellte. Bestätige das. Und jetzt habe ich also meine Lego-Steine und damit die transparent werden, blende ich das Grau einfach aus, indem ich auf einen Blendmodus gehe. Weiches Licht ist zu soft, also nehme ich einfach mal hartes Licht. Und jetzt habe ich also hier tatsächlich es geschafft, das Ganze hier wie so eine Lego-Grundplatte aussehen zu lassen. Okay, das war mein Video für heute. Wenn ihr was gelernt habt, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss bis zum nächsten Video.